Guten Morgen, es ist Samstag, der 7. November und ich gehe jetzt laufen. Immer dasselbe mit dem Hund. Ich gehe, sie nimmt ihren Stock, geht irgendwo in den Wald rein und ich gehe weiter und drehe mich irgendwann um. So, will gucken, wo der Hund ist, ist er nicht zu sehen. Und drehe mich wieder zurück, dann steht sie vor mir und guckt mich an. Du machst das so, ne? Ja. Der Plan war, dass ich heute laufen gehe. Wie ihr gesehen habt, oder hoffentlich gesehen habt, wenn die GoPro dann aufgenommen hat, war ich auch laufen. Denn ich war Donnerstag das letzte Mal laufen. Und ich will eigentlich wieder zu dem Rhythmus kommen, dass ich jeden zweiten Tag laufen gehe. Wenn es das Wetter erlaubt und so. Und die Umstände. Also wenn ich 12 Uhr Schicht habe, so wie morgen zum Beispiel, dann ist ja unwahrscheinlich, dass ich laufen gehe, weil es so schon so wenig Zeit ist. Aber warum auch nicht? Schaffen tue ich trotzdem, habe ich auch schon gemacht. Naja, also der Plan war, dass ich heute Morgen laufen gehe. Dann bin ich heute Morgen wach geworden. Gestern Abend wurde noch Regen angesagt. Ich muss es wohl anzählen. Gestern Abend wurde noch Regen angesagt. Ich dachte, doof. So, bin ich heute Morgen wach geworden. Check das Wetter auf dem Handy. Kein Regen. Guck mir in die Regenradar-App. Alles blau. Blau heißt Regen. Dann bin ich erstmal mit dem Hund rausgegangen und tatsächlich war so leichter Nieselregen. Nicht schlimm, aber halt so ein ständiger leichter Nieselregen. Naja, halt schon so. War ich nicht so begeistert. Dann bin ich zurück mit Cookie und hab so ein bisschen mit meinem Schweinehund gekämpft. Der sagte, nee, es regnet, da willst du gar nicht raus und so. Und ich habe aber eigentlich schon Bock gehabt zu laufen. Jedenfalls konnte ich mich dann durchsetzen und ich sagte, okay, habt ihr ja gesehen, wenn du Bock hast, dann musst du doch nutzen. Wenn der Regen zu schlimm ist oder der Nieselregen da wird, dann ist halt wieder um. Handy ist ja geschützt im Quadlock mit der Schutzhülle drüber. Geht schon. So, habe ich die GoPro noch mitgenommen. Ohne Hülle. Hat da ja auch gesehen, bin ich bis zur Grenze laufen und zurück. Und durch das GoPro hinstellen und vorbeilaufen und wieder zu wiederholen die GoPro und so, waren öfter hin und her und waren 7 Kilometer insgesamt, also ein bisschen drüber, 7, noch was. Ja. Und es fühlte sich gut an, am Ende. Wo ich wieder zu Hause war, weil
hat sich sowieso gut angefühlt, habe ich ja schon erzählt, dass ich doch immer ganz glücklich bin und mir es danach gut geht. Aber auch so, die Brille beschlägt mir unter der Kapuze, aber auch so war ganz angenehm, trotz Nieselregen. Naja, ja, durch die Videokamera hin, also gegen GoPro hinstellen und waren jetzt am Ende auch ein paar Meter mehr, weil ich ja doch ab und zu mal hin und her musste. Aber ja, das war gut. Ist halt nicht so gut für die Zeit, wenn du immer mal wieder anhalten musst, die Kamera hinstellen musst und so. Aber auch egal. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ist jedenfalls besser als so wie letztens irgendwann bis zur Grenze zu laufen da an den Strand, da ein Foto zu machen oder Pause zu machen oder so und dann wieder loszulaufen. Das fühlt sich irgendwie blöd an, weil die Pausen dann doch ein paar Minuten länger sind und dann sind die Beine schwer. Das ist nicht so meins. Also irgendwie, ich würde eigentlich ganz gerne mal da hinten hinlaufen zum Beispiel, wenn gutes Wetter ist und dann Timelapse aufnehmen vom Sonnenaufgang und dann wieder zurücklaufen oder so. Aber wenn ich da ein bisschen länger Pause mache, sind die Beine echt schwer und dann kommst du irgendwie schwer wieder in den Tritt. Das macht dann keinen Spaß. Naja. Ich bin nach dem Laufen immer so euphorisch oder fühle mich so gut nach dem Laufen, dass ich mir immer denke, eigentlich müsstest du jeden Tag laufen morgens, weil, habe ich glaube ich schon mal erzählt, der Tag irgendwie besser ist und ja, und wie gesagt, ich so euphorisch bin und mich so gut fühle und trotzdem, also ich glaube, jeden Tag laufen ist gar nicht gut, das ist dann irgendwie auch zu viel. Zu viel des Guten. Aber ja, und trotzdem, obwohl ich so euphorisch bin und mir es so gut geht, das ist an den Tagen, wo ich dann laufen gehen möchte, morgens auch immer trotzdem so ein bisschen so ein Kampf mit dem inneren Schweinehund. Obwohl man weiß, dass es einem nach gut geht. Ja. Geht es allen so? Oder? Also die schon länger laufen, die mehr Kilometer laufen als ich und wirklich jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag oder wie auch immer, wie oft sie laufen, die auch gegen ihren eigenen Schweinehund trotzdem ankämpfen müssen und frage ich mich immer. Ich bin sicherlich nicht der Einzige, der gegen seinen Schweinehund ankämpfen muss, aber ich frage mich halt, ob es den Leuten genauso geht. Der Hund ist eigentlich sehr gerne am Strand und da zieht so wie so ein Verrückter hin. Aber momentan macht er den Eindruck, dass wenn ich mit ihr in den Wald gehe, sie auch extrem happy ist, dass sie in den Wald geht. Ich weiß nicht, vielleicht ist er auch nur happy, weil er einfach rausgeht. Aber naja, macht schon einen sehr glücklichen Eindruck, die Kleine. Wenn wir hier in den Wald gehen, ne? Na komm. Super. Ja. Das Vlog von gestern, was ihr inzwischen wahrscheinlich schon gesehen habt. Auf jeden Fall ihr gesehen haben solltet. Vlog Nummer 86. Da habe ich gar nicht viel geschnitten. Ich hatte da gestern Abend nicht so viel Bock. Hab das einfach mal durchlaufen lassen und das sah schon alles ganz gut aus. Hab hier und da mal so einen kleinen Schnipsel vorher weggeschnitten, wenn ich die Kamera irgendwie gedreht habe, ohne sie vorher auszumachen oder
Feuer anzumachen oder wie auch immer. Aber ansonsten halt gar nicht viele Schnitten, weil ich, wie gesagt, nicht so viel Lust hatte und irgendwie auch fand, dass es gar nicht so nötig ist. Dadurch ist es wieder mal ein bisschen länger, 16 Minuten oder so, badet und naja, finde es jetzt nicht so schlimm. Macht mir die Sache einfacher. Naja, ist auch irgendwie ein bisschen doof, wenn man so längere Pausen oder kleinere Pausen, Redepausen oder so Verhaspler irgendwie immer rausschneidet, macht das Video irgendwie auch unruhig, also zu unruhig, weil dann dann hast du halt immer so einen Cut drin. Vom Audio her ist es relativ flüssig oder macht Sinn, aber wenn du das Video dabei guckst, hast du halt immer so, also du merkst, dass da Sachen fehlen. Das ist halt irgendwie auch doof. Und ja, ich habe ja immer nach Audio geschnitten. Also ich habe weniger darauf geguckt, was gerade im Video selbst passierte, sondern habe mir das Audio-File hauptsächlich angehört und habe danach dann geschnitten. Und naja, ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Ich muss einfach darauf achten, dass ich ruhiger spreche, mich nicht so oft verspreche, nicht so viel Quatsch erzähle, nicht so viel Pausen mache und so. Und dann kann ich mir das Schneiden sparen und mal gucken. Ich glaube einfach, ist besser. Wir haben eine Praktikantin, 17 Jahre, aus Polen. Ey, mach nicht so einen Lärm, ich will dir was erzählen. Soll ich werfen? Aus. Cookie. Aua, mal zog in der Schulter. Wir haben eine Praktikantin, 17 Jahre aus Polen, die will bei uns eine Ausbildung machen zur Köchin. Ganz nette, ganz nette Mädel, spricht noch nicht so gut Deutsch, ist noch am Lernen. Ist noch nicht so gut, dass es eigentlich gut ist für die Ausbildung, glaube ich. Könnte noch ein Problem geben, aber sie ist auch gut im Lernen. Also könnte klappen. Was mir aber aufgefallen ist dabei, auch wenn ich das erzähle, ist, wenn man jemandem was erklären will und derjenige noch nicht so gut Deutsch spricht, dann sprechen die, also dieses Gebrochene und Wörter vergessen oder nicht sagen, weil sie es noch nicht wissen und so. Ja, dieses, keine Ahnung, wie ich es nennen soll, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich. Ist ja halt so ganz typisch dann. Und mir ist aufgefallen, wenn man jemandem was erklären will, der halt nicht so gut versteht, dass man oft auch in diesem Slang, ja, oder wie man es nennen soll, gerät und dann sich demjenigen anpasst. Und ja, was Quatsch ist eigentlich. Und ich glaube auch, dass es gar nicht so gut ist, weil es dem Gegenüber nicht hilft, weil er dadurch ja auch nicht besser lernt. Im Gegenteil, er denkt, so ist es richtig und redet dann auch so. Aber es, ja, weiß ich nicht, es ist mir schon öfter aufgefallen, dass man das dann auch so macht. Komisch. Na los, Oma.
12. Wahrscheinlich schon halb eins. Ja. 0:23. ja. Ich weiß mal wieder nicht, was ich heute aufgenommen habe. Man weiß nur, dass auf der Arbeit nicht viel aufgenommen hat, glaube ich, oder nicht viel zusammengekommen ist, weil es relativ langweilig war. Naja. Egal, ich schaue jetzt mal und ihr werdet es morgen sehen. Also sage ich an dieser Stelle, wie immer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss.